Der Motor hat einen Hubraum von 1100 Kubik, 28 PS und ein unheimliches Drehmoment von 84 Newtonmeter. Für Nichtkenner klingt das erstmal unspektakulär. Aber wie wär's denn damit? Dieses Gefährt ist quasi eine Symbiose aus einem Motorrad und einer Feuerwehrspritze. Und in diesem Tüftlerparadies ist das spritzige Zweirad entstanden. Unter den Fingern von Gerald Richter. Ich habe viele Restaurationen gemacht, Neuaufbauten. Und irgendwann, ich muss sagen, wird auch das Restaurieren, das Originalrestaurieren in gewisser Weise langweilig. Und ich habe schon immer gedacht, ich will mal was machen. Irgendeinen Umbau, irgendwas, was Verrücktes. Gedacht, getan. Und wenn man eine Werkstatt voller Maschinen besitzt, dann ist für einen echten Schrauber keine Kombination zu schräg. Und wo ich dann das immer so im Hinterkopf habe, eines Tages, steht so genau wie heute die EDZ 250 neben so einer Feuerlöschpumpe von Feuerlöschgerätewerk Jestadt. Und wo ich also gemessen habe und habe gesehen, da ist bloß 30 cm breit, dann habe ich halt gedacht, da müsste doch in das Motorrad reinpassen. Die Höhe gemessen, am Motorrad gemessen, es war alles stimmig. Und dann wurde monatelang geschraubt, gebastelt und getüftelt. Von irgendwo musste ein Vergaser her, ein Getriebe von woanders, ein neu ausgeklüngeltes Lüftungssystem. Alles nach und nach, Stück für Stück und zwischendrin immer wieder gegrübelt. Wie machst du das? Wie machst du das? Und ja, das Endergebnis nach anderthalb Jahren Bauzeit sehen wir hier. Dass er nebenbei einen Weltrekord aufstellt, nämlich das hubraumstärkste Zweitaktmotorrad, das war dem Bärensteiner erst später klar. Mit seiner MZ DKW ZTZ 1100 ist er jetzt jedenfalls der Star bei jedem Oldtimer-Treffen.